Eigentlich geben Laura und Emily ein gutes Team ab. Doch mit Katrin als Konkurrentin verfällt Laura in alte Muster. Das hat fatale Folgen. Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? GZSZ, war dieses GZSZ-Duo etwa nur von kurzer Dauer? Vor wenigen Wochen hatten Laura, Chrisanthi Kawasi, und Emily, Anne Menden, beschlossen, gemeinsam eine Eventagentur zu gründen. Doch schneller als gedacht, bekamen sich die beiden in die Haare. Grund dafür ist ihre neue Konkurrentin, Katrin Fleming, Ulrike Frank. Schon in der Vergangenheit führten Laura und Katrin einen verbitterten Krieg gegeneinander. Dieser scheint nun bei der Jagd nach Aufträgen in die nächste Runde zu gehen. Emily ist davon natürlich alles andere als begeistert. Ihre Zusammenarbeit droht zu scheitern. Emily fasst einen drastischen Entschluss. Nicht nur hat Laura bereits das Event von Katrin sabotiert. Sie machte ihrer Konkurrentin zudem eine Kampfansage. Und das hat Konsequenzen. Neben Laura spielt von nun an auch Katrin mit unfairen Mitteln. Sie lässt Laura glauben, versehentlich in ihrer Nähe wichtige Insider-Informationen über einen potenziellen Kunden ausgeplaudert zu haben. Obwohl Emily dagegen ist, nutzt Laura ihr neues Wissen und ändert im Alleingang ihr bereits abgesegnetes Konzept. Die Strafe dafür folgt bereits am Folgetag, als der Kunde absagt. Muss sie Emily ihren Fehler beichten? Enttäuscht kommt diese ins Grübeln. Hat die Zusammenarbeit mit Laura noch einen Sinn? Nicht nur die GZSZ-Charaktere steigen gerne mal in der Karriereleiter auf, sondern auch die Stars, die die Figuren verkörpern. Welche der Schauspieler-SternchenInnen es schon zum Film geschafft haben, erfahrt ihr in diesem Video. Während Emily sich Gedanken über die Zukunft der Agentur macht, versucht Laura, zu retten, was zu retten ist. Und damit hat sie Erfolg. Laura gelingt es, den Kunden doch noch für ihre Eventagentur zu gewinnen. Emily hat allerdings bereits einen drastischen Entschluss gefasst. Sie möchte den nächsten Pitch ohne ihre Geschäftspartnerin wahrnehmen. Aber nicht nur das. Nach der Präsentation macht Emily Laura eine Ansage, die es in sich hat. Nach der Durchführung des Events gehen sie getrennte Wege. Ihr Vertrauen in Laura hat zu sehr gelitten, eine Zusammenarbeit ist unter diesen Umständen für Emily nicht mehr möglich. Laura ist entsetzt. Kann sie Emily umstimmen? Das werden wir sicher bald erfahren.